Ja, die arme Kuh da hinten. Ja, das war ein bisschen doof hier oben mit den Gegnern. Ich weiß auch nicht, warum die gekommen sind. Ach so, wegen den Ecken, die sind nicht beleuchtet, ja. Die Kuh da hinten wird irgendwann wahrscheinlich auch runterfallen. Und sobald sie runterfällt, haue ich das letzte Dreck da auch weg. Dann wäre die Plattform auch schon mal vernichtet. Hier oben kommen wir einigermaßen gut voran. Mit den Decken. Wird auch soweit kein Problem. Das mit den Bäumen da unten muss ich nur noch richtig beleuchten. Damit die auch indoor wachsen können. Und sonst. Du solltest eigentlich weg, ne? Wie schaut's hier mit dem Glas aus? Also bestimmt alle. Ja, Glas ist alle. Das heißt, du hast gar keine Lebensberechtigung mehr. Was sagt das System? Glas. Hardenglas. Clearglas 41. Ja, okay. Ich habe jetzt langsam echt keinen Nerv mehr auf das Ding. Das kommt weg. Hat lang genug Unsinn gemacht. Crunch. Crunch. Genau. Und dann können wir hier später den Mining Drill ganz oben reinsetzen. Fliegende Fossils kommen auch weg. So, das ist ein Relikt der Vergangenheit. Weg, 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 weg. Was machen wir diese Folge noch so und die nächste? Bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher. Ich war jetzt ja recht lange krank. Deswegen werde ich einfach mal bewusst durch den Würfel durchgehen und gucken, was so alles anliegt. Brauchen wir dich denn hier noch? Nee, ne? Genau, kann alles raus, die Verbindung können alle weg. So. Nicht den Boden umdrehen. Nicht den. Genau. So. Ich denke mal, ein, zwei Quests können wir uns auch mal wieder angucken. Denn die helfen ja doch immer auch ein wenig dabei zu gucken, was braucht der Würfel denn jetzt noch an automatisch herstellbaren Ressourcen und so weiter. Alternativ haben wir da immer noch einen gewissen Raum, der schon seit zig Folgen bearbeitet werden will. Aber das ist so viel Arbeit. Das wird ja. Vor allem ist das auch so eine friemelige Arbeit. Also eigentlich mag ich ja rumfriemeln und so, aber da, ich weiß nicht. Oh, wir haben nicht genug von denen hier. Ding, ding. Ah, lauter Gedöns, das hier rumliegt. Erstmal alles wegsortieren. Ei weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Alles weg. Marmeladensandwich. Miam, miam, miam. Aber wir haben gar keinen Hunger, oder? Guck gleich mal. Du weg, du weg. Buckets können, glaube ich, auch weg. So. Wir haben nicht wirklich Hunger. Gib mir bitte. Slab. Ein Stack davon. Oh. Genau, das ist hier unten jetzt ein bisschen wuselig. Die Hälfte der Kabel, da braucht man nicht, aber es ist eh nur die Zwischenebene. Da muss das nicht gut aussehen. So. Zack, weg ist er. Sehr schön. Dich hauen wir auch noch weg. Du warst mal. Ich glaube, du warst mal ein Elevator gewesen. Danach warst du das Feld vor der Smeltery. Und jetzt ist hier einfach gar nichts mehr. Deko-Blöcke können auch noch alle wegsortiert werden. Was ist mit dem Ding hier? Das hat ja schon fast nostalgischen Wert. Und sieht hässlicher aus. Müssen wir mal gucken. So, also, gehen wir bewusst nach und nach die Ebenen durch. Hier oben haben wir unsere Farm. Da sollte noch eine dritte zu, damit wir mehr Ressourcen bekommen. Hier haben wir die Bienenstöcke, aber die werden wir so in der Form gar nicht brauchen, weil wir haben jetzt hier die elektrischen Bienenkörbe. Dafür wollte ich ja noch einen extra Bienenraum anlegen. Und der kann auch ruhig unterirdisch sein, weil wir ja diese Dinger hier haben, die Industrial-Dinger. Und da können wir dann so die Upgrades reinlegen, dass alles da ist, wie es sein sollte. Na und wir haben schon die erste Common Princess. Sehr schön. Also ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte mal gucken, ob irgendwas bei den Upgrades fehlt. Also an Ressourcen, um die Upgrades herzustellen. Guck mal nach Upgrades. Upgrade. So.
Was brauchen wir denn für drin? Wir brauchen für drin Open Sky Upgrades. Lapis Lazuli müssten wir eigentlich bekommen. Richtig? Also einfach so durchrütteln. Guck mal kurz runter. Zack. La. Ja, 2000 Stück. Das dürfte dezent reichen. Und irgendwas ist hier faul. Die Anzeige war gerade blau. Ich glaube, wir haben ein Problem, was die Flüssigkeitschips angeht. Ja, voll, 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 voll. Ja, gleich. Kleinen Moment. Wir kümmern uns gleich darum. Also Lapis Lazuli können wir es herstellen damit. Wir brauchen dann. Also Open Sky brauchen wir. Automation, nein, Thief, nein. Plane Simulation. Braucht nur Bronze. Bronze-Automatisierung. Müssten wir nochmal anfangen. Ich glaube, wir hatten. Invar hatten wir automatisiert, aber Bronze bin ich mir nicht sicher. Müssen wir ja auch mal hingucken. Lifespan. Nö, also die sehen alle einfach machbar aus. Da muss ich das System nicht großartig umstellen. Okay, jetzt Flüssigkeitschips. Und zwar hätten wir gerne. Nicht du. Fluid Storage. Fluid Store. 16K. Mach mal einen davon. Mal gucken, wie weit er kommt. Kommt nicht mal zum 1K. Was fehlt denn? Es fehlen Certus, Tanks und Fluid Storage Blocks. Haben wir ein Rezept für Fluid Storage Blocks? Ja, für Storage Cluster haben wir einen. Cluster ist wieder was anderes. Ah ne, das war der. Nochmal. Fluid. Fluid Storage Cell. Segment. Block. Ah, der Block fehlt. Okay, dann mach mal bitte ganz kurz hier drüben. Den da. Was? Den da. Encode. Ja. Gucken, ob das das schon war. Next. Dich haben wir doppelt. Ah, okay. Das war der Fehler. Machst du jetzt was? Okay, jetzt fehlt der Certus-Tank. Für den haben wir bestimmt auch kein Rezept. Nö, nix. Okay. Bitte mach für uns ein. Klick mal da drauf. Klick mal da drauf. Mach mal so. Encode. Den da kannst du mal leer machen. So. Immer schön, wenn irgendwelche Rezepte fehlen, die hier in den Pattern reinhauen. Damit fürs nächste Mal die Probleme nicht auch wieder auftauchen. So, haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Oh, das schaut gut aus. Guck mal nach Fluid. Da. 16K Fluid Chip. Oh, schick. Du da, du da, du da. So, jetzt dürfte hier nichts mehr blinken. Trotzdem haben wir noch zu viele verschiedene Typen von Flüssigkeiten. Was ist da alles drin? Oh. Das ganze Metall, ja. Mob-Essenz, Milch, Fleisch, pinker Schleim, Fruchtsaft. Okay, weißt du was? Bau gleich mal noch einen davon. Fluid. Da, bauen noch einen davon. Bin mir ziemlich sicher, wir haben nicht genug Quarzglas oder wie das heißt, aber mal gucken. Er ist ja fleißig am Rödeln bisher. Da, fertig. Hick, 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 hick. Da. Sieht aus wie ein Hirschgeweih. Ist echt komisch, das Ding. Ja, so, jetzt. Jelly Sandwich. Zack. Gut. Also, Flüssigkeitsproblem haben wir behoben. Der Raum wird ignoriert, da will ich mich nicht drum kümmern. Bienen. Hatten wir schon einen Bienenraum uns ausgesucht?
Hier ist ein Portalraum. Hier ist ein schöner Raum. Oh genau, ich wollte gucken, ob hier... Nee, hier wurde harten Glas gemacht. Wir brauchen noch so einen für... Ah, wir brauchen noch so einen für Bronze. Bist du das? Du bist Elektrum. Das heißt, hier könnten wir dann Bronze hinmachen. Der ganze Raum wird abgebaut später. Was bist du? Du bist das Sludge-Spoiler, ja. Hier wird die Erde produziert, obwohl das nicht mehr wirklich notwendig ist, weil wir den Sludge-Spoiler haben, denke ich. Und die Zerstöranlage, ja. Hier wird Stein produziert, das ganze Metall und Stahl. Weiter runter. Weiter runter war nur Spawnraum für Mob-Essenz, Energieversorgung, gezieltes Spawn und momentan gerade Milchanlage, ne? Ja. Der Raum hier, ich glaube, da sollten wir uns mit als nächstes drum kümmern. Dass aus dem Raum hier der eigentliche Spawnraum wird und wir die Milchanlage woanders hinhauen. Wobei die Frage ist, wie viel Milch brauchen wir überhaupt noch? Ich husche mal hier durch. Da. Und guck mir die Quest an wegen der Milch. Weil sobald ich die Milchquest durch habe, brauche ich auch gar keinen Rancher mehr. Also gib mir Quest. Und einen extra Raum deswegen dafür anlegen, für ein Ding, das in ein paar Folgen abgehakt ist. Das muss ja nicht sein, ne? So, das wird unter Go with the Flow sein. Die haben wir schon, die da. Ja, 16 Millionen Liter Milch. Das wird eine Weile dauern. Vor allem werden wir das auch nicht alles hier zwischenlagern können. Das heißt, ich müsste mir irgendwo einen Exporter suchen, einen Fluid-Exporter. Und diesen Mario-Pilz-Block, wo man die Sachen reinpumpt, die für eine Quest sind. Weil sonst ist das Ding total ausgelastet. Also ja, wir brauchen einen Rancher-Raum. Geh mal runter. Zack. Hier ist der Fischraum. Ganz vielen Fischen. Das heißt, platztechnisch haut das nicht so wirklich hin. Brauchen wir momentan einen gezielten Spawnraum? Nö, ne? Wüsste jetzt nicht wozu. Also wir brauchen jetzt nicht Enderperlen oder irgendwas anderes Abgefahrenes. Das heißt, wir können jetzt den gezielten Spawnraum zu einer Melkstation umbauen. Und falls wir später wirklich einen gezielten Spawnraum brauchen, kommt er einfach woanders hin. Ja, also hier zum Beispiel. Ah, das klingt gut. Was macht unser einfach so Spawnraum? Er funktioniert, sagen wir es mal so. Nicht unbedingt gut, aber wir haben Überschuss. Das ist das Wichtigste bei der Monster Sense. Was bist du? Achso, du warst ein Kuhkopf. Okay, Rancher-Anlage. Was brauchen wir für die Rancher-Anlage? Wir bräuchten eigentlich ein bisschen gezielteres, Du spawnst gar nichts mehr, ne? Ja. Wir bräuchten was, eine gezieltere Abpumpaktion. Weil jetzt werden hier gerade nur die da weggepumpt. Ich guck mal ganz kurz, wie aktiv das Ding ist. Wird da jetzt jedes Mal ein Ding rausgepumpt, wenn das einmal durcheilt? Okay. Trotzdem sieht es nicht schön aus. Das heißt, wir... Der Autospawn ist ja so eingestellt, dass von unten versorgt wird. Ja, richtig. Wir können vom Autospawner... In wie viel Felderrichtung geht das? Ich brauche jetzt mal diesen Precision Sledgehammer, damit ich gucken kann, in welchem Bereich der Rancher arbeitet. Weil sonst könnten wir einfach 4 Rancher oben auf den Spawner raufsetzen, alle Himmelsrichtungen. Also sagen wir mal, der Tesseract ist der Rancher. Denn da, wo ich jetzt gerade schwebe, kommt dann einer hin. Also ein Block höher und einen nach außen versetzt.
hier, wo ich jetzt schwebe, kommt der nächste hin. Wieder ein Block höher und einen nach außen versetzt. Und so in alle vier Richtungen zeigend. Das könnte schon fast reichen. So. Precision. Sledgehammer haben wir ja schon. Sehr gut. Weg.